Ich habe euch heute mal ein Video von Peppi und mir beim Springtraining gemacht. Da das Wetter heute eigentlich ganz gut war, also die Sonne hat zwar nicht geschienen, aber es war wenigstens trocken, sind wir bei uns oben auf dem Springplatz so ein bisschen gesprungen. Ich habe dem Peppi jetzt eine längere Springpause gegeben, dadurch, dass er ja Mitte März war unser erstes Springturnier, da ist er einen A-Spring gelaufen, da ist er wirklich sehr schön gesprungen und dann Anfang April waren wir in Linkenheim bei der Vielseitigkeit und da ist er an Einsterne-A gesprungen und das war auch alles in Ordnung. Und dadurch, dass ich jetzt relativ viel Geländetraining und auch Geländeprüfungen mit ihm geritten bin, habe ich das Springen so ein bisschen zurückgestellt, damit er einfach ja, den Spaß nicht verliert, dass es nicht zu viel für ihn wird und dass er einfach ja, motiviert bleibt. Das ist ja beim Peppi immer die Hauptsache. Und darum habe ich jetzt heute mal angefangen, erstmal so ein bisschen Cavaletti-Arbeit zu machen, ihn schön rund einzustellen, ein bisschen engere Wendungen am Anfang zu reiten. Da sieht man, sein Galopp ist jetzt noch sehr klein. Also er hat ja von Natur aus einen kleinen Galoppsprung. Für den Anfang war das aber jetzt gar nicht so schlecht, wenn ich ihn so rund und tief einstelle, dass er erstmal schön über den Rücken kommt. Und dann gegen später muss ich natürlich schauen, dass ich den Galoppsprung wieder größer kriege. Also dass ich ihn schön vor den Schenkel habe, dass er schön ranzieht. Weil sonst wird es natürlich in den Distanzen immer schwierig, weil dadurch, dass er den kleinen Galoppsprung hat, sind die für ihn eh immer relativ weit. Und wenn er dann nicht auf Zug ist und seinen Galoppsprung ein bisschen vergrößert, passt es immer nicht so ganz für ihn. Als ich dann das Gefühl hatte, dass er relativ locker ist und den Rücken aufgemacht hat, bin ich viel im leichten Sitz erstmal so kleinere Sprünge geritten. Da mache ich es immer so, dass ich so ein bisschen nach Gefühl reite. Also ich fange einfach mal mit ein, zwei Sprüngen an und gucke, was mir dann praktisch in den Weg kommt und wie ich es halt gerade so im Gefühl habe. Also wenn ich merke, okay, er ist gerade schön locker, dann mache ich einfach so ein paar Sprüngchen. Und da ist es mir dann egal, ob das Steil oder Ochse ist oder wie auch immer. Also ich reite da keinen richtigen Parcours, sondern reite einfach mal so die verschiedenen Wege. Hier habe ich jetzt dann nochmal so die kleinen Cavalettis mitgenommen, weil ich dachte, okay, ist vielleicht ganz gut. Mach dann nochmal schön den Rücken auf. Dann springe ich da jetzt nochmal den Steilsprung. Und ja, so mache ich das am Anfang immer. Also ich habe keinen festen Parcours, den ich mir vornehme. Ich reite einfach so ein paar Sprünge, wie ich denke, das tut ihm jetzt gut und mache ihn damit schön warm. Hier reite ich jetzt einmal den Wassergraben einzeln an, weil da war Wasser drin. Also es war nicht nur diese blaue Plane, sondern da war so ein bisschen eine Pfütze drin. Und ja, Peppi regt sich mal auf, wenn er einen Fehler macht. Ist ja eigentlich auch ganz gut, zeigt ja seinen Ehrgeiz. Auf jeden Fall, da war halt so ein bisschen Wasser drin und ich wollte ihm das erstmal einmal zeigen, weil in der Linie ist es so ein bisschen groß für ihn. Das wusste ich, weil ich die Coco vor ein paar Tagen die Linie schon geritten bin. Und da wusste ich, dass es so ein bisschen groß für ihn wird und dann dachte ich, ich reite den erstmal einmal einzeln, dass er sich den kurz angucken kann, dass es nicht gleich in der Linie so oft vorwärts geritten ist. Dann habe ich hier einmal die Kombi mitgenommen. Das war eigentlich auch ganz gut so. Und jetzt hat die Kada zum Glück die Stange wieder hochgelegt vom Wassergraben. Dann kam ich da noch einmal den Ochser und jetzt mache ich den Wassergraben noch einmal von der anderen Seite, dass er den nochmal schön sieht und dann ja, macht jetzt auch keinen Fehler mehr.
Nachdem ich jetzt alle Sprünge mehr oder weniger einzeln mal geritten bin, habe ich mir jetzt einen festen Parcours vorgenommen, weil es ist natürlich auch wichtig, dass man dann sich natürlich die Sprünge in einer Reihenfolge vornimmt und nicht immer nur das springt, was jetzt halt gerade passt, sondern dass ich dann vielleicht auch in Situationen komme, wo ich ihn jetzt vielleicht nicht gerade richtig dran habe, aber dann trotzdem in Anführungszeichen gezwungen bin, meinen Parcours einzuhalten, weil es kann ja auf dem Turnier auch immer sein, dass er irgendwie mal, was weiß ich, wenn er jetzt hier nach der dreifachen einmal abgespackt hätte, hätte ich trotzdem jetzt in die Linie reinreiten müssen. Da war schon wieder der Fehler. Ja, darum habe ich mir da jetzt so einen kleinen Parcours vorgenommen, den ich geritten bin. Und das war eigentlich ganz in Ordnung. War schade da jetzt mit dem Fehler am Wasser. Und da im Kombi-Aussprung hat er irgendwie auch Fehler gehabt. Da hat er irgendwie den Berg runtergeguckt. Ich weiß nicht, was er da gesehen hat. Da hat er sich kurz ablenken lassen. Dann habe ich ihn da jetzt nochmal einmal zusammengestellt und bin in den anderen Wassergraben einmal gekommen. Und das war eigentlich auch schon so der kleine Parcours. Und ich habe es jetzt so gemacht, dass ich ihn da dann, sieht man, das glotzt da wieder so ein bisschen. Ich habe dann jetzt einmal kurz eine Schrittpause gemacht, dass er sich nochmal erholen kann und bin dann jetzt einfach nochmal die Linie geritten, wo er den Fehler hatte und die Kombination danach, dass ich einfach die zwei Sachen nochmal korrigiere, die jetzt gerade nicht ganz so gepasst haben. Da sieht man, er ist schön auf Zug, da habe ich ihn jetzt ein bisschen zurückgehalten, dass er nicht so auseinandergefallen ist und dann macht er auch keinen Fehler. Und dann komme ich jetzt noch einmal die Kombi und dann war das eigentlich auch schon gut. Weil er hat ja jetzt dann trotzdem viele Sprünge gemacht und ich war sehr zufrieden mit ihm. Er hat schön gezogen, war alles perfekt, hat sehr viel Spaß gemacht. Yeah, now I wanna feel some sensitivity. I'm here. I'm telling you, I cleared my life, I changed my head. I'm trying to catch my skin again. Catch my skin.